Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir stehen hier vor der Kirche, denn da erwartet uns eine neue Quest. Wir haben beim letzten Mal ja schon eine gemacht und festgestellt, dass mittlerweile auch schon so grüne Zombies in den Häusern spawnen. Ja, ein bisschen Munition haben wir dabei. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich stelle mal das Bike direkt zur Flucht dahin. Man weiß ja nie. Und da muss ich mal gerade reparieren, bevor wir überhaupt reingehen. Ja, eigentlich... Ach komm, ich bin da mal so frei. Auf geht's. Zacki, zacki. Hallo. So, irgendwelche Feral. Die da. Das war's. Ja, ich muss raus. Hey, war voll weit weg. Ach, das war schon. Toll. Hätte ich das vorher gewusst, dass er so wenig aushält. Na, was soll's. Wir sollten vielleicht auch irgendwann mal anfangen, Kaffee mitzunehmen. Also das, irgendwie das mit der Ausdauer, das ist schade. Mit den schweren Schlägen, da kannst du nicht viel machen. Hä? Nach oben drüber. Oh, hi. Wie wär's mit Fallschaden? Ja, das ist mir auch lieb. Flupp. Wie ist zu? Nicht für mich. Wofür war das? Ach, dahinter. Okay. Oh. Ah, okay. Ja, das ist jetzt nicht so beeindruckend, muss ich sagen. Okay. Schade. Nichts Neues. Oder Gutes. Hätte da nicht mal ein Erdbohrerplan drin sein können? Verdammt. So. Muss gerade was ausprobieren. Okay, nee, kann das Spiel nicht. Wäre noch cool gewesen, hätte den sowas eingebaut. Ach, toll. Na, super. Ja, dann geht's nur nach unten. So, nach unten Richtung Hölle. Kannst du mal dich treffen lassen? Verdammt! So. Hallo? Hä? Gerade mal nachladen. Ach, da unten ist noch einer. Ich dachte schon, was machst du hier für eine Aktion? Gut, war also doch nicht ein großer Raum ohne was drin. Oh, ach nee, Quatsch. Ist ja nicht besser. Sieht ja nur so aus. Ja, na super. Frühzeitig entdeckt das Loch und trotzdem noch runtergefallen. Da sehe ich mich. Auch in Zukunft. Ah, gut. Ist ja eh nur hier runter. War nur ein kleiner Schrecken. Ah, okay. War nur Plastik. Ich dachte, das wäre Eisen gewesen. Warte mal, kann ich den aufziehen? Nee, okay. Das ist ein bisschen ungeheuer. Rechts, rechts. Ja. Oh, warte, ich muss gerade Ausdauer regenerieren. Jo, das war's. Das sieht auch XP-technisch bisher ganz gut aus. Wie viel haben wir jetzt? 1600 Zombie-Kills, heilige. Aber das hier war mir bekannt. Das wusste ich. Aber das war mir auch sowieso schon so ungeheuer. Ich dachte nur, ich kenne das Ding noch gar nicht.
Hua. Irgendeiner, der sprintet? Der muss da durch. Hey! Blöde Sau! Ach komm, der Rest kann ich auch hier noch rumballern. Das war eh nur normal 762. Das war's? Ja, säubere Gebiete, ja. Okay, das war das Geräusch gerade. Ich dachte, ich hätte irgendwie den Boden geschossen. Was ist denn das? So sahen die Klos früher aus. Ah, es ist nichts Spannendes. Ich glaube, das Spannende ist eher durch die Hintertür da hinten. So, vielen Dank. Hast du noch Schuhe? Hier ist aber wirklich nichts, ne? Ach, nicht das raus, das raus. Oh, da oben ist was drauf. Bisschen Heilung? Ja, komm rein damit. Achso, da war ich dran. Ah, okay. Ja, dann nichts wie durch da. Das sind Bücher. Und Überwachungskammer, okay. Aber gut, ich meine, die geben ja ganz gut Geld, ne? Wir wollen uns ja nicht beschweren. Das ist nice. Haben wir zwar schon, aber können wir noch nicht. So. Machen wir hier die Tür zu, ist mir gerade lieber. Wow. Wow. Ich mach erstmal die auf. Und dann die. Wobei das eine hier, das brauchen wir gar nicht. Ja, und das mache ich mal gerade so auf. Ich überspringe das mal gerade für euch. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Arbeit gelohnt hat. Wahrscheinlich nicht. Oh. Gibt ganz gut Geld. Jetzt, ich habe immer wieder... Bin ich kurz schockiert, ne? Ach nee, so eine scheiß Tür, da komme ich nicht durch. Ach, da ist ein roter Knopf. Ich drück mal hier drauf. Oder orangener Knopf. An der Stelle. Wo bin ich denn da gerade reingerannt? War das ein Kaktus? Na gut, rede mit dem Händler. Aber ist eigentlich ganz nett so. Ich meine, wir wollten ja sowieso so ein bisschen touren nochmal. Und das können wir ja gut wunderbar damit verbinden. So kriegen wir guten Loot. Oder in Anführungszeichen guten Loot. Also das, was das Spiel einem gibt gerade. Mit so schlechten Loot-Leveln. So. Aber dass ich schon wieder Hunger habe, ne? Gut, ich bin wieder da. Jetzt hast du bitte was Geiles für mich. Zeig her. Jo. Aber ich weiß noch nicht. Das machen wir noch. Und danach machen wir vergrammene Freude. Kannst haben, kannst haben. Ich meine, die ist eigentlich ziemlich geil. Wie viel machen die? Fernkampfschaden. Ja, guck mal, die macht nicht so krass viel mehr. Also, ne? Die macht mehr, aber nicht so viel krass. Hier, kannst haben. Ich werde damit halt eh nicht spielen, das ist das Ding. Das war halt, früher war das geil, das war halt das Standardding, aber mittlerweile, ja. Wieso gucke ich eigentlich noch? Du hast doch nichts. Oh. Bitte hab... Nein, hast du nicht. Shit. Schade, schade. Da müssen wir zwischenzeitlich essen gehen. Wir machen das hier auf jeden Fall noch. Und anschließend holen wir uns noch die vergrammenen Vorräte, weil die haben ja eigentlich immer die geilsten Belohnungen gegeben. Das war jetzt nur Zombies töten, ne? Ja, machen wir wie gehabt. Auffällige Kisten, Küche wegen Essen und dann raus da. Hoffe ich mal, dass wir das so easy machen. Das sieht zumindest schon mal nicht so geil aus hier. Alter Schwede. Ah, da. Ah. Wenn mal schon die Vierbeiner kommen.
Ach, ich lasse ihn leben. Komm. Ich lasse mal leben. Wir wollen ja nicht so sein. Okay. Feral oder nicht Feral? Das ist... Was? Achso, du. Ich dachte, du wärst ein Geier. Ja. Ach, da unten. Ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre ein Krabbler. Ach, ich habe den Stein da gesehen, oder was ist das hier? Oh, Junge. Irgendwie sind die nicht gerade so darauf ausgelegt, mal eben umzukippen. Das ist irgendwie cool. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber auch viel. Na gut, dann machen wir mal Sachen. Was ist? Ich glaube, das war's. So, dann fangen wir mal bitte. Wir machen jetzt hier Maiswanderung oder so. Hey! Okay, das ist ein normaler. Oh, hi. Ein Knuspermensch. Oh, shit. Leben ist okay. Hey, hör auf. Hä? Achso, ja, scheiß Zielen. Ich vergesse es immer. Sag mal, wie viele kommen hier? Gummiarm. Voll der Gummiarm. Alter Schwede. So. Rein damit. Oh, Level 5 Hutsch. Zum Futsch. Achso, das war ein Kill. Okay. Warte. Ich bin jetzt gesprintet. Und das, was wir da gelesen haben, dieses Buch. Ist da ein Schatz drin? Nee. Dieses Buch, das wir gelesen haben, dass man die umhauen kann, wenn man auf die zusprintet. Das war aber jetzt nicht darauf bezogen, dass man die auch dann umhaut, quasi das. Oder so umhaut, dass sie tot sind, oder? Also ich denke mal, das ist nur Fallen. Weil das wäre ja ein bisschen, ja. Wow. Hopp. Mann. So. Ich baller ein bisschen viel rum gerade. Ich baller ein wenig viel rum. Oh Gott, ein Killerhuhn. Es greift mich an. Aha. Wenn ich treffen würde. Dann wäre es schön. So. Ein gekonnter Jäger und Zerlegerer bin ich heute. Haben die das verbessert? Ist das so ein Ding? Ja, das haben sie verbessert. Eindeutig. Das ist wahrscheinlich wirklich durch das letzte Update. So, ein paar Eier. Die suchen wir eh gerade. Dafür lohnt sich das. Federn, raus damit. Oh, wo hab ich denn die her? So, das kannst du wieder haben. Inventar. Wir gehen hier rum. Dann gehen wir mal hier rein. Achso, da waren wir drin. Das war der Schweinestall. Lade nach. Ja, ich wusste es. Erstmal Klo benutzen. Ja. Da ist noch ein bisschen Wasser drin, das können wir noch mitnehmen. Ja, sehr schön. Okay. Erstmal rein damit.
Und da ist eigentlich nichts Gutes drin. Ja, das hier kann ich... Moment, das zerlege ich mal gerade. So, dann können wir das gleich nämlich schon mal direkt stacken. Das kann ich mir direkt mal alles reinpfeifen. Ich habe damit noch nie gespielt, ne? Obwohl die, glaube ich, ziemlich geile Stats haben. Aber wobei, ja gut, aber trotzdem. Ah, für 2 Minuten, das ist schon nicht gerade lang. Das ist nur gut, wenn man weiß, da kommt jetzt was. Okay. Das war's. Da ist noch der Bus, den, ja, den kann man auch looten. Ich dachte gerade schon, das geht doch nicht. Und hier war aber noch nicht. Was soll das? Da ist doch gar keiner drauf. So, was ist uns tatsächlich mal passiert in einer alten Wohnung, wo wir mal gewohnt haben? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob das ein Bruder von mir war oder so. Auf jeden Fall hat jemand das Klo verlassen. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde später oder so festgestellt, dass sich irgendwie durch das Zuziehen der Tür der Schlüssel irgendwie ein bisschen gedreht hat, wodurch dann die Tür sich selber abgeschlossen hat. So, und dann haben wir das erstmal, ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Ich glaube, wir haben irgendwie das Schloss aufgeschraubt oder so und dann irgendwie den Schlüssel mit so einem Stiel von einem Löffel oder so gedreht. Irgendwie sowas. Ganz komische Sache. Wir waren auf jeden Fall froh, dass das so geklappt hat. Favoriten brauche ich nicht. Aber ist mittlerweile auch schon fast 10 Jahre her, gefühlt. Also, ist es wahrscheinlich auch. Geier. Tschüss, ich muss los. Ja, das habe ich gehofft. So. Rein da. Ja. Mann. So. Ja, gut, wir könnten unser Glück probieren. Ach, da war ich gerade dran. Lass mal probieren. Nice. Hat funktioniert. Oh Gott. Ich habe alles mitbekommen. Heilige. Uiui, das kann erstmal raus. Das kann erstmal raus. Das kann gescrapped werden hier. Das kann drauf auf die Haut. Das kann raus. Raus. Knochen behalte ich mal. Und wir gucken gleich mal. Hoppala. Tschüss. Ja, da war ich nicht. So ein Gammelfleisch. Ja, das ist eigentlich auch jetzt nicht die Welt so. Ich habe gerade so gedacht, so passiv immer weiter sammeln. Aber ja. Wenn wir da einmal aktiv rangehen, haben wir wieder genug. Zudem wir das Feld ja eh fertig haben. Das ist ja abgeschlossen. Wir müssen es nur noch bepflanzen. Und ich glaube, dann... brauchen wir auch gar kein Feld mehr. Eins. Ja, und dann geht's zurück. Dann haben wir jetzt nur noch eine Quest offen. Also, ne? Von denen, die wir auf jeden Fall jetzt noch machen wollten. Ich weiß nicht, sollen wir die heute noch machen, die Quest noch mit dem Schaufeln? Ich glaube, das machen wir. Weil ich die Hälfte der Zeit ja eh überspringe. Dann haben wir nicht groß Überlänge. Dann passt das. Das passt noch in die Folge. Wir haben noch zeitliches Budget. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge noch weitermachen, ob wir da nochmal eine Quest machen. Oder ob wir mal runter in die Stadt fahren und da mal gucken. Vielleicht fahren wir auch mal generell bei den Händlern vorbei und schauen mal, was die anderen noch so haben. So, erstmal gerade habe ich hier wieder Baupläne dabei. Eigentlich nicht. Nee. Dauerhunger, ne? Dauerhunger. Kannst du nichts machen. Ich dachte,
Ich dachte, ich hätte mehr Baupläne gefunden. Ganz komisch. Ich habe zwei Schuss. Ja, vielleicht sollten wir doch nochmal nach Hause. Zeig, was war's. Puh. Verrammelfreude machen wir jetzt. Komm. Ach. Zwei, fünf habe ich. Hast du vielleicht Munition oder so? Für mich. Hast du nicht irgendwie sieben... Ach, oh, hier wahrscheinlich, ne? Soll ich kaufen jetzt? Wisst ihr was? Ich kaufe das jetzt. Aus dem Grund, weil sonst ärgere ich mich gleich. Okay, da kommt Virale. Oh nein, ich habe keine Munition. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Hurra! Jetzt können wir wechseln. So. Panzerbrechend. Ich bin gespannt. Apropos, ich bin gespannt. Ich kann doch gucken, was sie hat. Was hatten die? 54 Fernkampfschaden. Oh, warte. Ah, Rüstung des Ziels geht runter. Ist das gut? Ich weiß nicht, was wir sonst haben. Das ist das Problem. So, aber... Rüstung des Ziels. Jetzt so grüne Zombies oder so, ne? Haben die überhaupt noch Rüstung? Ist das... Nee, die haben noch keine Rüstung. Gegen, was für eine Art Rüstung ist das? Ich kenne keinen Gegner, der eine Rüstung hat gerade. Ach so, doch, hier. Soldaten. Klar. Das ist auch schon sehr spezifisch, ne? Auf geht's. So, ich bin gespannt. Das wird dann die letzte Quest des Tages, glaube ich. Vielleicht machen wir eine kleine Nachtwanderung oder so. Da wir machen uns... Ich wollte ja eigentlich eine Baufolge machen, fällt mir ein. Als das da, ne, passiert ist, was nicht passieren sollte. Und vielleicht bauen wir da wirklich dann in der nächsten Folge mal rum. Also nicht das, was wir eigentlich vorhatten, das können wir eh nicht mehr machen. Aber die Wand außen, die äußere Wand, das wollten wir die ganze Zeit mal machen. Es wird Zeit. So, ihr kennt's, ich buddel los. Oder ich mache erstmal den hier. Und buddel... Ich dachte gerade, das wäre ein Kasten. Und buddel jetzt los. Ihr kennt es, wie es abläuft. Wir sehen uns dann gleich, wenn die Zombies kommen. Oh, shit. Okay. Ach, Mann. Okay. So ein Mist. Oh, da kommt eine Horde. Ich muss mich beeilen. Ja, ich bin echt nicht weit gekommen. Und komme auch nicht weit, habe ich das Gefühl hier. Hoffentlich kommt ihr nicht hier hin, ne? Das wird mir jetzt fehlen. Ist zwar geil für die XP, aber... Oh, shit. Okay, die kommen vereinzelt hier rüber. Vielleicht kann ich die ja abwehren. Hallo? Hä? Wo ist hin? Die ist wahrscheinlich auch auf Map geflogen, oder? Oh, das ist wieder ein Killerhuhn. Ach, dann kommt doch her. Was soll das? Zombie-Intelligenz ist hier nicht. So, muss das sein? Okay, ich dachte, es wäre ein Kopf-Zombie. Ist es aber nicht. Ich buddel direkt mal weiter. Ich lasse euch mal direkt dabei. Vielleicht kriegen wir direkt noch beide zusammen. Ne, ich muss aber auf jeden Fall raus jetzt. Da ist einer, da ist einer. Okay. Ich habe immer noch das Gefühl, das gibt Bonus. Gerade bei, wenn sowas passiert. Der ist böse? Ne, doch nicht. Das sind so Momente, da bin ich echt froh, dass ich die Pistole noch habe. Es war nur eine Zweier, aber... Ich kann ballern.
So, ich glaube, den Großteil der Horde haben wir. Ich buddel mal weiter. Ich mache einfach erstmal geradeaus weiter. Und dann sehen wir uns. Ah, wobei, ich mache jetzt keinen Cut. Für diese nächste Welle. Ja, genau deswegen. Oh, ich bin sogar schon dran vorbei. Ich habe es gerade gesehen. So, erstmal gerade ein paar Meter dazu gewinnen. Nice. So. Ja, dann habe ich da auch nicht das Problem mit der Enge. Eieiei. What? Wo? Was war mit der los? Au. Wechsel doch. Junge, Junge. Boah, ich will unbedingt die AK haben, ne? Ach, die AK. Das Scharfschützengewehr. Das war's. Schön. Auf geht's. Direkt zum Händler. Wisst ihr, was ich jetzt gerade noch schnell mache? Wo ist es? Rein damit. Einmal drauf. Gut ist. Gut ist das. Hi. Boah, jetzt bin ich gespannt, ey. Jetzt muss er doch mal was Geiles geben. Ich finde sogar, das hat die letzten Quests irgendwie abgebaut. Das ist schlechter geworden. Erst eine Armbrust, eine Eisen nicht da. Und dann nur noch ein Bogen. Bessere Stufe, klar. Nee, nicht mal eine bessere Stufe. Sogar die Stufe war schlechter. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, Home Sweet Home bei The Händler. Grüß dich. No public bathrooms here. Alter Schwede, will ich mich doch aufs Korn nehmen hier. Here you go. Nimm. Puh, du bist doch verarscht. Well, it's about time you bought something. Es ist Zeit für was? Zeit für den Kant, würde ich sagen. Gut, ja. Der hat sowieso, glaube ich, nur noch eine Quest, ne? Die können wir direkt mal annehmen. So, gut, dann würde ich sagen, machen wir das als nächstes und fahren dann erstmal nach Hause und gucken dann mal. Ich denke mal, dann werden wir in der nächsten Folge kurz diese Quest noch abschließen, fahren dann nach Hause und ja, machen dann zu Hause den Bau und die Verbesserung der Basis, was wir schon sehr, sehr lange vorhaben. Das machen wir morgen wirklich mal vielleicht über zwei Folgen, auf jeden Fall eine. Und ja, dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder zurück. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.